uns. Helen stellt sich an die Wand, nimmt die Hände hoch und sagt, ich bin unbewaffnet. Da sagt einer, ja, dann kriegst du halt einen Stich, du Fotze. Wie ist der Pyro? Pyro auf ihn. Ich finde ihn. Ja, scheiß Helikopter, Mann. Piss dich doch. Jetzt Da sind sie. Oh mein Gott. Die wissen Bescheid. Haben so aktiv auf euch losgehen können, haben die bestimmt Westen unter ihren Shirts. Das heißt, wir müssen in deren Köpfe schießen. Ja, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wir haben uns gestern zweimal abgeschaut. Wir haben mit dem FAB zusammengearbeitet, hast du doch gesagt. Es geht. Nein. Was? Du hast gesagt, dass die Dings zukamen. Wusch. Das FAB wollte gerade eine Hopsnahme machen. Ich hab ja, aber dann müssen doch Dings. Ja, vielleicht haben die. Sind die Platz da? Ich würde gerne mal mit Freddy darüber reden, dass ich ihm das erzählen muss unbedingt. Nein, das sollten die denn Unsinn sagen, ja komm, wir machen auf spontan. Das muss ja geplant sein. So eine Hopsnahme machst du nicht einfach so. Genauso wie unser Unicorn. Haben die auch nicht einfach so gemacht. Komm, Unicorn, tödö. Was ist, wenn die. Und zutz. Ja, was geht. Ja. Digga, was ist, wenn die Spitzel haben? Vielleicht haben die Spitzel, der alles gesteckt hat, so. Das kann auch sein. Jan, du weißt, was heute Nacht noch alles passiert ist? Ich weiß nur, dass. Ja, so halb, erklär nochmal. Ja, wir haben uns eingepackt. Erstmal uns. Erstmal wurden Helen, Willi und noch irgendwer eingepackt. Ich war auch dabei. In die Brokershood gebracht. Da wurden Willi und Helen auf jeden Fall abgestochen. Was? Die nächste Aktion war dann, dass ich im Kleidungsladen war. Weil ich mich umgezogen habe, gefragt worden bin, ob ich schon Kiez bin. Ich sage ja. Der zieht ohne irgendwas zu sagen seinen Golfschläger, versucht auf mich einzuschlagen. Ich konnte noch wegrennen und abhauen. Ja. Da haben die auf mich geschossen. Und dann, eine halbe Stunde später, kommen die ins Cage gefahren und schießen wortlos einfach um uns. Helen stellt sich an die Wand, nimmt die Hände hoch und sagt, ich bin unbewaffnet. Da sagt einer, ja, dann kriegst du halt einen Stich, du Fotze. Wie ist der Pyro? Pyro auf ihn. Ich fick ihn. Und er, Junge. Und das Beste kommt noch. Willi. Willi haben die abgestochen, als er am Pissen war. Digga, was? Fortgenommen, welche? Fortgenommen. Die haben uns die ganze Nacht gejagt. Ja, normal. Jagen und gejagt werden, oder? Digga, aber die Links jetzt. So, der Lord ist Wortlaut war, wir sind vogelfrei. Die Links aber richtig drauf an, ne? Die kleinen Fotzen. Achso, und Kiez hat keine Dealer mehr. Ja, normal haben wir keine Dealer mehr. Digga, die haben nicht mal Redebedarf, die haben nicht mal Redeberechtigung. Hier, die können alle sich in einer Reihe 15 machen und einmal schön. Ey, Digga, geh mal weg damit. Wer ist denn der Typ mit den weißen Haaren da hinten? Was hat er gesagt? Die Brokers fahren sogar jetzt schon rum und fragen die Leute, ob die beim Kiez sind. Und wenn ja sage, stechen die ab. Och Junge, was sind das denn für Fotzenköpfe, Bruder? Hör dir das an, Frank, hör dir das an. Die Broker, Digga, das ist so peinlich. Ich hab von Kenny, von USF, Info bekommen, dass wir das so machen. Ja, was ich sagen soll. Ja, okay, ich bin vom Kiez. Wenn du ein Mann bist, komm hier zur Villa, Bruder. Ich pump dir Schrot in dein Gesicht, du Fotze. Erste Frage, seid ihr alle bewaffnet? Ja. Voll. Ja, so. Habt Minimum 600 Schuss dabei. Okay, das hab ich nicht. Hört mir jetzt genau zu, zielt nicht lange rum, ballert einfach, fickt die weg, schießt, wenn irgendwas ist, schießt einfach und schießt und schießt und schießt. Haltet euch nicht damit auf, lange zu zielen, von 100 Schüssen wird schon irgendeiner treffen. Macht daraus, dass wir alles, das ist, als ob wir MGs hätten. Versteht ihr? Als ob wir MGs hätten. Ich möchte euch alle so schnell schießen sehen, als ob wir MGs hätten. Habt ihr verstanden? Schon mal erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir sind keine Gang. Wir führen keinen offenen Krieg, machen wir nicht. Kompletter Bullshit. Lassen wir uns auch nicht drauf ein. Wir werden die richtig ficken. Und zwar richtig, richtig ficken. Und nicht, wir fahren in deren Hut und ballern die alle weg. Dann, wenn sie nicht damit rechnen, werden wir irgendwo aus einer Seite mit einem Camacho in sie reinrahmen und sie alle ficken. Versteht ihr, was ich meine? Was ich jetzt gleich von euch möchte, ist, ihr seht nicht aus wie der Kiez, ihr verhaltet euch nicht wie der Kiez, ihr sucht diese Motherfucker. Ihr wisst, wo die sind, was die atmen, was die trinken, was die essen, wie die Mütter heißen. Alles von denen. Ich will alles von denen wissen. Und wenn ihr damit die Mutter von irgendjemandem ficken müsst, wenn ihr dafür eure Seele verkaufen müsst, ich will alles wissen. Ich will wissen, wo die scheißen, wo die pissen, wo die alles. Okay? Und wie die sich bewegen. Ich will die Fahrzeuge haben, plus die Kennzeichen, plus die Bereifung, plus die Felgenfarbe, plus die Abnutzung des Fahrzeugs. Ich will alles, absolut alles wissen, wann die Mutter Geburtstag hat und was auch immer. Okay? Ja. Und so lange sucht ihr keine offene Sachen zu denen. Das wird heute knallen und das wird richtig knallen. Aber dann, wenn wir das entscheiden und nicht, wenn die das entscheiden. Sollte es dazu kommen, dass ein Fahrzeug erkannt wird und mehrere Fahrzeuge auf das Fahrzeug zugreifen,
Seid alle erreichbar, seid alle besetzt, seid nicht besetzt, lasst euer scheiß Telefon frei. Wenn der Call kommt, Zugriff, sagt den Ort. Macht nicht diese Faxen wie mit den Bullen. Ich wurde gerade festgenommen. Juckt mich nicht, ob du festgenommen bist. Sag mir wo. Sag mir genaueste Beschreibung, an welchem fucking Ort du bist, damit wir da hinkommen können und reinficken können. Merkt euch das. Dieser Anruf ist der wichtigste überhaupt. Nicht, hi, wie geht's? Nicht, oh, ich hab Bauchweh. Nein, da und da bin ich. Fertig. Sehr wichtig. Wir sind in einer Art Kriegszustand. Jeder muss jetzt auf den Arsch seines Nächsten achten. Keiner von euch ist mehr alleine unterwegs. Zu gar keiner Uhrzeit, aus gar keinem Grund. Wer alleine unterwegs ist und gefickt wird, wird von mir nochmal gefickt. Okay? Ja, wenn wir uns hier alle reinstellen. Super. Ja. Ja, hallo? Weiße Autos Krankenhaus. Richtung Stadt zurück, über die Brücke. Ja, weiße Autos Krankenhaus? Okay, red weiter. Kopfschmerzen. Ich war halt. Versuch hinterher zu kommen. Versuch hinterher zu fahren, ja. Versuch hinterher zu fahren. Nicht alleine losfahren. Wie viele waren das? Fünf Stück. Fünf das Autos? Waren die, die ich eben gesehen hab. Ja. Ja, natürlich fahren scheiße, ich musste drehen. Ja, ich piss kurz, Mann, in der Zeit, wo der kommt. Hab sie verloren, scheiße. Okay, hier. Irgendwo. Was macht der Camacho da? Digga, sind die völlig geistig? Eigentlich total dumm. Kopfschmerzen, oder? Ach, hat er ja Kopfschmerzen? Oh mein Gott. Safe, ja. Lass es tun, Marie. Weg. Und die drehen ein Ding nach anderem. Bruder, eins nach anderem. Jetzt ungünstig. Da sind sie. Da sind, da sie. Sind sie. Oh mein und Gott. Und die wissen Bescheid. Gehört zu denen! Ah. Wer gehört zu denen? Die halten an, sie drehen! Schießen! Ja. Nicht! Ey, Junge, guck doch, wo du hinfährst, bitte! Ja. Nach vorne! Immer draufhalten und nicht gerade die Scheibe von uns vorhalten! Steigen wir aus? Nein, das ist zu wild gerade. Boah, ja, abgetrennt hier. Okay, jetzt ranfahren, hier vorne ranfahren, wo die anderen stehen. Und aussteigen. Hier so. Lauf mir doch nicht in die Schussfeld, Junge! Schön zusammen. Mit Autos. Alles zusammen. Wir bleiben zusammen. Kommt mit. Alle zusammen. Keiner läuft alleine. Rein in die Häuser. Piss dich! Digga, ich stehe hier. Ich stehe hier scheiße. Da kommen die Schüsse, Mann!
Jungs, Digga, nicht so behindert in Deckung gehen. Steht auf. Nimm Deckung hinterm Auto, Deckung hinterm Kommando nehmen. Von hinten kommt Kopf, Leute. Ja, das ist halt nicht dabei. Fuck. Mann, ey, du kannst mir nicht in Schuss weglaufen. Oh, lau. Die hauen, glaube ich, ab. Ja, die Bullen sollen sich verpissen, Mann. Die sind fast alle weg, Digga. Ja, dann lass da rein, Digga. Lass die alle ficken. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, dann los, komm, pushen. Ja, dann gehen wir jetzt vor. Los. Komm, wir pushen die Motherfuckers. Bitte nicht in mein Schussfeld laufen, bitte. Ja, ich tu mein Bestes. Tja, Leute. Pushen, komm. Die liegen da schon alle. Komm, ihr Lutscher. Oh, Baby. Pisst euch in Dreckskorps. Ja, Kartoffel im Innen, oder? Ja, Mäuschen! Lauf nicht weg, wir kriegen dich eh! Die ist auf dem Dach! Abbauen! Abmarsch! Abmarsch, die Lutscher liegen, komm! Alle liegen! Das nächste Mal wird's nicht so nett hier! Ich fahr den Revolter, wollen wir mit rein, Leute! Die liegen alle! Lutscher! Da ist noch einer! Okay, den holen wir uns drauf. Ballert nicht auf die Polizei. Junge, wenn er sich jetzt nicht gleich verpisst, dann knall ich ihn runter, Digga. Ohne Spaß. Ich verstehe da keinen Spaß mehr. Ah, weg hier. Scheiß Helikopter, Mann. So. Piss dich doch. Ah. Ja, ist okay, Jungs. Ist okay.